Ja, was ich mich echt frage, ist, um hier nochmal ganz kurz wieder zu was anderem zu kommen, nämlich zu dem schon lange ausstehenden Versus, ob es möglich ist, mehrere Tracks, mehrere Videotracks gleichzeitig im Output anzuzeigen, weil es ist so madig, wenn du jede Szene dreimal durchschauen musst, nur um jede Kamera zu sehen. Und es wäre so eine Erleichterung, einfach irgendwie alle gleich drei gleichzeitig Da sehen zu kannst du dir können. nicht einfach einen auf den, naja, also quasi mehrere Vorschaubildschirme ziehen und dann, I don't know. Ja, das frage ich mich eben auch, müsste ich mal investigaten. Naja. Auf jeden Fall, Irgendwas. Ja. ich muss ja nochmal auf Twitter verweisen. Ich bin ja in letzter Zeit sehr, sehr aktiv auf Twitter. Ja, ich habe schon gemerkt, hier, immer wenn Jeden irgendwas bei Tag. meinem Handy Jeden so Tag. macht, dann ist. Er ist wieder da. Er twittert wieder. Gott. Verdammt! Nee, aber irgendwie, keine Ahnung, ich muss. Facebook verliert ja bei mir immer mehr und mehr und mehr und mehr an Ansehen. Weil ich einfach letztens, ist mir nochmal so klar geworden, dass Facebook so 2008 oder so war es ja wirklich ganz cool. Beziehungsweise, es fühlte sich cooler an, als es sich heute anfühlt. Vielleicht liegt es auch am, dass man älter geworden ist, aber das glaube ich nicht unbedingt. Facebook jetzt ist einfach nur, besteht aus zwei Dingen. Nämlich zum einen sinnlosen Vines. It's spring, the mating season, and I'm horny. Die ich mir auch gerne angucke, weil, wenn sie lustig sind, warum nicht, ja? Ja. Und politischen Diskussionen, what the Oh fuck is Gott, going nein. on? Oder irgendwelchen Leuten, die ihr dummes Scheiß-Statement in die Welt hinaus posaunen müssen, obwohl ihre Meinung ist ihre Meinung, aber sie auf nichts basiert oder sie haben einen Artikel gelesen, so. Das ist eh das Geilste. Sie haben einen scheiß Artikel gelesen, wahrscheinlich von irgendeinem voreingenommenen Typen, der irgendwas zu, keine Ahnung, einem heiß politischen Thema oder keine Ahnung, zu irgendeinem Lebenseinstellungsthema sagt und da müsst ihr es direkt verbreiten und die wollen dir das aufzwingen und sagen, that's the way to go. Und du so, no, that's not the way to go. Ja, Facebook finde ich da eh ganz schlimm. Speziell, weil jeder immer jeden dann gleich direkt kommt mit, ah, müsste man. Ich finde es so lustig. Ich finde es so lustig zu sehen. Momentan ist ja ganz aktuell die Flüchtlingsdebatte, insofern man sie noch Debatte nennen kann. Eigentlich ist es mehr, eigentlich, es ist eigentlich keine Debatte mehr. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich es immer lustig finde, dass. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben die Leute nicht verstanden, wie sie andere Leute von ihrer Meinung überzeugen können. Das funktioniert nämlich nicht so, Indem du sagst, dass ihr du seid sagst, scheiße und habt keine Ahnung. nein, ja, das wäre ja noch normal. Naja. Das wäre noch wünschenswert. Was viel mehr kommt, ihr seid scheiße und gehört gehängt. Es ist so eigentlich so der Standardton, der mittlerweile herrscht. Es ist einfach nur Das noch. finde Oh. ich aber auch so lustig, weil dann gibt es ja nämlich, speziell jetzt bei der Flüchtlingskrise, gibt es natürlich die sagen, ah, oh, scheiß Ausländer, bla. Ja, ist natürlich scheiße, weil ne, sie sind extrem und gegen Ausländer und so, bla, wir wissen es alle. Auf der anderen Seite ist es fast genauso scheiße zu sagen, ihr seid scheiße, wir müssen 50 Milliarden Menschen mindestens aufnehmen und los Ja, und dö und bla und alle, besonders die. lustig finde ich dann halt auch beide Seiten. Ich meine, die einen, es steht ganz ohne Frage, dass die ganzen Ausländerfeindlichen natürlich da auch so ihren Senf ablassen. Aber besonders ironisch finde ich es eigentlich dann zum Teil, wenn die eigentlich eher linksgerichtet oder pro Asyl sind, wenn die dann sagen, ja, die anderen gehören irgendwie gleich gehängt oder so oder bla oder euch sollte man umbringen. Weil damit sind sie irgendwie im Großen und Ganzen nicht viel besser als die, die sie anprangern. Ja, das ist nicht mal unbedingt das Problem, weil, also, Rechtsradikale, finde ich, sollten, naja, also, ne? Aber ich finde, die machen das ja auch oft bei, also die Linksextremen sind ja fast genauso schlimm, oder eigentlich kann man sich jetzt überstreiten, aber die sind halt, gehen halt hin und dann sagt einer so, ja, aber ich finde, wir müssen das schon irgendwie ein bisschen limitieren, weil, ne, es ist halt schon jetzt echt schwierig, ja? Na. Und dann kommt die direkt an, oh du rechtsextremer Spasti. Und dann so, hä, ich bin eigentlich für Flüchtlinge. Aber so, Ja. dann so, okay.
Die diskutieren einfach gar nicht mehr. Das ist so, ja, dieses ist extrem Debatte, verblendete das Ganze zu nennen, Bla. Gar nicht mehr möglich. Es ist furchtbar. Und vor allem das Geile ist, 99%, glaube ich, der Leute, die da auf Facebook ihre scheiß Diskussionen führen, haben noch nichts gemacht, einfach für Flüchtlinge, ja. Ja? So, ja. Weißt du, ich habe schon ein paar Mal hier auf irgendwelchen Veranstaltungen gewesen und keine Ahnung, Kleidung für die sortiert und bla und Spenden und überhaupt. Und die gehen da daher und meinen so, ey, yo, wir haben voll die Ahnung es ist furchtbar. Deswegen, ja, Facebook. Ist ganz komisch geworden. Ja, mittlerweile habe ich mich persönlich von dem ganzen Thema komplett entfernt, weil es mir zu blöd geworden ist. Gerade wegen sowas irgendwie, aber egal. Ja, und was auch komisch ist, Facebook und Instagram, ja. Vor allem Instagram. Also ich bin ja gerne auf Instagram, weil, ja, und inzwischen kann man auch dein Problem, was du früher hattest, man kann inzwischen auch, zumindest auf Android, verschiedene Formate einstellen. Trotzdem, ich bleib bei Flickr, ich bin treu. It will die. Nein. Aber was halt schlimm ist, ja, meine Mutter hat Instagram. Was ist, was geht hier vor sich? Was? Und das, was ich halt jetzt immer wieder höre, ja, da hat sich eine richtige Community in den Mid-50ern entwickelt, die da untereinander die ganze Zeit Bilder und bla, und es ist ganz komisch. Natürlich tendenziell eher auf der weiblichen Seite, so mein Vater ist so, ach, geh mir weg mit dem ganzen Internet-Scheiß. Na, das ist dieses Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, nee, so halt nicht, aber der hat keinen Bock auf Social Networks und bla und... what the fuck? Also ich meine, sie folgt mir nicht und das ist auch gut so, ja. und ich folge ihr auch nicht. Aber das ist echt seltsam. Das ist tatsächlich echt komisch. Ich finde das strange. Und ja, das ist für mich halt auch so der Anfang vom Ende. Das Endzeitalter ist eingeläutet. Ich muss mir neue Netzwerke suchen, den ich mich austoben Gott, kann. Zum Beispiel Twitter. Warum machst du alles kaputt, was ich benutze? Twitter. Yeah. Aber weißt du, was ich auch gehört habe? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich durchgezogen wird. Ja, dass Twitter mehr so Facebook-mäßig werden soll. Dass Twitter verdammt viel Crap incoming hat, weil sie ganz viele aus der Kreativabteilung, die früher Twitter halt geil gemacht haben, gefeuert haben. Und jetzt Twitter erstmal, was halt der Killer für Twitter ist, weil das System von Twitter einfach komplett über den Haufen wirft, dass Tweets halt länger als 140 Zeichen sein dürfen. Und zwar nicht nur so 10 Zeichen länger, sondern halt schon länger. Deutlich länger. Und das ist dann halt so, gut, das macht's irgendwie ein bisschen useless. Also ich persönlich verstehe schon so, dass Tweets vielleicht ein bisschen länger sein sollten. Vor allem, was mich persönlich bei Tweets zerstört oder bei Twitter im Generellen oftmals, ist der Fakt, dass dass diese ganzen Ad-Handles und Hashtags und Links zu Bildern und ähnliches alle mit dazu zählen. Und speziell, also bei den Hashtags oder so, ist es ja kein Problem, weil das ja was ist, was du schreibst und was du auch schreiben sollst. Aber zum Beispiel die Ad-Handles sind halt so ein bisschen dumm, dass die damit reinzählen, weil im Großen und Ganzen bedeutet das jemand, der einen längeren, wenn du jemanden schreibst, der einen langen Twitter-Namen hat, kannst du ihm effektiv weniger schreiben. Weil, ja, aber keine Ahnung, ich finde, vielleicht, das müsste man halt also ausprobieren, aber über 200 oder 250 Zeichen sollte man trotzdem nicht, weil das ist einfach so, es ist geil, dass Tweets kurz sind, ja? Ja gut, man kann es, wenn man es gut umsetzt, kann man es wirklich trotzdem cool machen, zum Beispiel das, was weiß ich, nur die ersten 140 Zeichen komplett in der Timeline visible sind und beim nächsten müsstest du irgendwie mehr anzeigen oder Da muss ich ja wieder auf mehr lesen gehen und dann, so fängt es nämlich an, dass die Leute politische halt Statements posten oder irgendwelche langen Texte über irgendeinen Scheiß schreiben, der sie jetzt gerade beschäftigt und das ist dann so, Ja, aber es würde halt insofern Leute dann trotzdem noch bestärken, sich kurz zu halten. Weil sie... Nö, ist ja auf Facebook genauso. Da wird ja auch nicht alles angezeigt. Da musst du ja auch auf mehr lesen gehen und trotzdem schreiben die so viel. Ja, aber ganz ehrlich, niemand liest's. Ja, doch, wenn du gelesen werden willst, dann schon. Solltest du
dich schon kurz halten, gerade bei sowas wie Twitter. Vor allem, wenn du eine Reichweite hast. Ehrlich gesagt, viel mehr irritiert bei Twitter ist die Tatsache, dass sie ja eventuell die Dinge wegmachen wollen, also dass die Timeline so sortiert wird, wie sie jetzt sortiert wird, also zeitlich, sondern halt dann Tweets hervorheben, die einen irgendwie interessieren, das Ganze dann halt aus der chronologischen Reihenfolge werfen. Und das finde ich viel mehr problematisch, weil das meines Erachtens viel mehr das System von Twitter kaputt macht. Nämlich, dass es halt aktuelle Sachen sind, die jetzt gerade passieren und nicht irgendwie irgendwas, was wo ein Computeralgorithmus sich gedacht hat, hey, das könnte den vielleicht interessieren, was mich dann im Großen und Ganzen höchstwahrscheinlich eh wieder nicht interessiert. Dann kommt als nächstes die Amazon-Werbung nach den Dingen, wonach du gestern mal gesucht hast, irgendwo und dann so, Moment, das wäre ja noch schön, wenn ich mir YouTube ansehe, was ich da für empfohlene Videos habe, dann denke ich mir so, nein, 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 ich möchte nicht InScope sehen, ich möchte auch nicht Dena sehen. Ich möchte auch echt? Nicht. Mir wurde Dena noch nie sehen, empfohlen. Zum die Beispiel, alle immer, ja. Du musst ja mal hinschauen, die machen alle immer das gleiche dumme Gesicht auf, auf ihren Thumbnails. Ich habe letztens mal, waren so zwei Thumbnails von denen in diesem jetzt beliebten Deutschland-Ding nebeneinander und sie haben mich mal auf exakt den so. Gleichen Blick gemacht. Ich konnte nicht mehr. Warte, ich gehe jetzt mal auf YouTube, guck mal, was mir empfohlen wird. Auf der Startseite. Das ist ja noch, so noch furchtbarer. Was ich faszinierend finde, ist, dass Deutschland tatsächlich meines Erachtens zumindest schlimmer geworden ist als Amerika, was YouTube angeht. Also was wir da für Empfehlungen haben und was wir für Clickbait haben, ist unreal. Ich meine, das ist ja dort schon schlimm, aber... Naja, geht, weil... Das ist wenigstens auch so ein Screen-Rant. Ist halt ja. Immer noch das Geilste. Okay. Also Screen-Rant, die Videos sind echt nicht komplett verwerflich oder so. An sich, die ja, sind die okay, ja? Aber es ist halt einfach, diese Thumbnails, da kriege ich Krebs. Die irgendwas, ja, manchmal macht es Sinn. Aber das ist vielleicht bei einem von 20 Videos. Und bei jedem ist irgendwas im Hintergrund eingekreist und so ein fetter roter Pfeil zeigt da drauf. Und dann so, oh, das ist mysterious. Ich klicke bestimmt mal drauf. Und das funktioniert natürlich bei vielen. Es ist furchtbar. Und jetzt. Das irritiert mich eigentlich fast am meisten, dass es halt bei vielen auch noch funktioniert. Da verliere ich immer so wieder die Hoffnung an die Menschheit, wenn ich es mitkriege, dass genau ich verliere jetzt gerade wieder die Hoffnung an die Menschheit. Jetzt gehe ich nämlich hier auf YouTube-Startseite, empfohlen. Erstmal Screenrant für dein Video. Dann aber folgendes, das erste Video, was mir empfohlen wird, ganz links oben, ja, das ist einfach seltsam. Warum wird mir das empfohlen? Beziehungsweise wird ja sogar auf unserem Sig Enterprise, weil ich da prima schaue in letzter Zeit mal wieder irgendwie. Was auch nochmal so ein Problem war eigentlich irgendwann. The sexiest gamer girls on YouTube. Und da ist da so ein voll busiges Mädchen und die guckt so dumm. Und das ist dann so. Ja. Ja. Gut, dann halt. Quality Content. Dann was wird mir dann empfohlen? Ja, gut, Screen Rant ist halt crap. Foo Fighters, gut. Weil ich letztens Nirvana irgendwie geschaut habe und aus irgendeinem Grund, immer wenn du Nirvana hörst oder guckst oder irgendwas, dann wird dir Foo Fighters empfohlen. Ich meine, klar, es geht so irgendwie in dieselbe Richtung, aber so ähnlich sind die Bands sich nicht. Hey, willst du nicht auch zufällig Foo Fighters hören? Nein? Naja, komm egal. Schon, Mann, komm schon. Dieses Video wird mir auch übrigens schon ewig empfohlen, dieses Foo Fighters About Coldplay. Ich bin aber auch nicht mehr weg. Und dann, es ist... So, was wird mir dann noch empfohlen? Ja gut, hier so Ryan Reynolds, also Deadpool. Was cool ist, weil das ist eine sinnvolle Empfehlung. Dann ja, paar sinnvolle gibt's schon. Rocket Beans Video wird mir empfohlen. 50% ist einfach irgendein Crap oder Clickbait. Hier, oder the worst video on planet Earth, auch wieder irgend so ein Girl mit dicken Brüsten im BH und das ist irgendwie, was soll das? Ja. Was haben wir noch? Ich finde es ja bei Pyrocynical so lustig. Der macht ja auch immer so Clickbait halt. Und da kann man immer so richtig so sehen, was so die Clickbait-Titles sind. Warte mal. Ja, genau. Das ist halt einfach, es ist so furchtbar. Das mit den Fine Bros, das fand ich jetzt auch, da hast du mir nochmal diese Videos geguckt, die habe ich mir irgendwie nochmal so angesehen. Na. Was sind das? Was ist mit ihnen los einfach? Ich meine, seriously. Die haben das ja wirklich, ich habe das Video dann auch erstmal so ein bisschen, sie haben es ja leider runtergenommen, aber ich habe diese Ausschnitte, die überall reingeschnitten wurden, halt gesehen und dachte so, na. Crap, was haben die sich dabei gedacht einfach? Es ist, Ich glaube, im Zweifelsfall einfach nicht allzu viel. Ich glaube, sie haben auch nicht damit gerechnet, dass es so hart
auf sie zurückfällt in irgendeiner Weise. Ja, aber wie kann man überhaupt davon ausgehen? Ich meine, mir ist da mal aufgefallen, wie minderwertig die Videos von denen sind. Wie minderwertig ist das? Die nehmen irgendeinen Content einfach, setzen Kinder, Teens oder alte Leute davor und sagen, watch it. Und dann sagen die, ah, SpongeBob ist lustig, ah, nein, Cat ist scheiße, ah, irgendwas. Und das ist das Video. Was ist denn, ja. Was ist mit der Welt los? Das ist ja, ich meine, schon sehr traurig, das stimmt. Ich meine, prinzipiell ist diese Idee von Reactions ja gar nicht so schlecht. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas schaust und die Leute das dabei total ausrasten, weil sie Fan von Film XY sind oder keine Ahnung, ne? Oder halt, wenn da jemand sitzt und der es dann tot hatet und was sehr lustig ist, wie dieser eine, wie heißt der nochmal? Es gibt einen, der guckt manchmal irgendwas und dann hätte er es in Grund und Boden und das ist irgendwie lustig, weil er redet dann auch durchgehend und verweist auf das und bla und sagt so, nee, und das haben sie im letzten Teil schon scheiße gemacht und überhaupt, das hat noch irgendeinen Mehrwert. Aber wenn sie einfach ein Kind davor setzen, das Kind guckt vielleicht noch ganz süß und dann, oh, guck mal, nein, Kat, das ist bunt und dumme, nervige Musik und... Na. Da kriegt man, ich bin gerade schon wieder so wutgeladen, weißt du, die Welt ist scheiße und unfair. Das ist unglaublich. Ja, als sowas halt dann auch noch immer so viel Aufmerksamkeit bekommt, das eigentlich so das wahrhaft Schlimme. Oh, aber was Positives auf YouTube, was ich geil finde, also ich habe mir davon auch mal 5 Videos am Stück angesehen, dann verliert sich das irgendwann, aber wenn du ihr mal wieder was davon anguckt, ist die Grillshow. Kennst du die? Das ist ein deutscher Channel. Und das ist halt einfach so einer, das ist mal, immer wenn mich Veganer, also ich habe nichts gegen Veganer prinzipiell, aber es gibt ja viel, oder einige dieser Veganer, die so radikal vegan sind, da habe ich letztens so ein und dann jedem auch, jeder, der nicht vegan ist, ist scheiße und unrein. Oh, ja. Unrein. What the fuck ist mit ihnen los? dieses Bild, was ich euch geschickt habe. The first rule of Vegan Club. Tell everyone about Vegan Club. Auf jeden Fall, die Grillshow, und das ist so ein cooler Channel. Und der macht halt immer irgendwie sehr fleischlastiges und sehr fettiges, krankes Grill-Barbecue-Zeug. Ja? Na. Aber das macht er halt in 4K und geil. Und er macht es halt noch nicht so, steht da und dann so, hallo, herzlich willkommen zu meiner Kochshow. Sondern er kommentiert halt aus dem Off und kommentiert das so mega hilarious, weil er einfach immer da sitzt und so, geil, guckt euch den Käse an und so. Ja, und du denkst dir so, what the fuck? Die geilste Folge, die mich letzten Endes überzeugt hat, ihn zu abonnieren, war folgendes. Er macht so einen Truthahn zu Erntedankfest, Thanksgiving, whatever, scheißegal. Und in den Truthahn packt er eine Ente und in die Ente packt er ein Chicken und das Chicken packt er nochmal Entenfleisch, was aber schon völlig crazy ist. Aber dann am Anfang hat er von dem Entenfleisch, was er ganz in die ganz innen drin reingetan hat, hat er Fett abgeschnitten. Okay. Das hat er dann durch so eine Fleischpresse gedreht und klein und bla und irgendwie Fettsaft rausgequetscht und so. Und dann ganz am Ende geht er mit so einer übelst großen Spritze hin und spritzt das wieder in die Haut vom Truthahn rein. So, hier, das ist Geschmacksträger. Blopp. Und es bleibt doch wirklich drin. Es quillt nicht alles komplett raus, sondern es dünstet sich wirklich so auf. Und es ist einfach, es ist sehr lustig. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich essen würde. Ich meine, bis dahin war es echt ganz geil. Es war halt mega viel Fleisch. Oh, da habe ich letztes Mal, ich mich schon immer gefragt habe, was das eigentlich genau ist, Epic Mealtime angesehen. Ah, war. Ja, ja. Und die hatten da auch sowas gemacht, wo sie irgendwie Burger mit Bacon und das in ein Schwein und da drin dann noch irgendwie, keine Ahnung, es war auf jeden Fall, glaube ich, so viel Cholesterin auf einmal, dass du tot umfällst, wenn du es frisst. Das haben die dann da irgendwie dann noch vor der Kamera so in sich reingefressen. Es war so viel Bacon und Fleisch, dass mir echt schlecht geworden ist, nur beim Zusehen. Ja, gut, das ist mit dieser Fleischdiskussion, das ist auch so eine Sache, ja. Ich finde, es gibt aber auch keine Lösung dafür, weil es ist völlig verrückt, wenn dann so Leute wie die Grünen ankommen und meinen so, yo, wir müssen den Veggie Day einführen und das ist Pflicht. Jeder, der da Fleisch irgendwo so und so, ich weiß gar nicht, wie genau das war, aber jeder, der Fleisch ist, das ist illegal quasi eigentlich und bla. Und dann denke ich so, okay, crap. Aber es ist halt wirklich so,
Das schockiert mich nämlich auf der anderen Seite wieder, wenn ich einkaufen gehe und dann siehst du einfach so ein Kilo Fleisch für 4 Euro irgendwas und denkst du Ja, so, das ist halt schon hart. okay. Weil, ich meine, wenn Fleisch einfach teurer wäre und man den Konsum zurückschrauben würde, dann würde wäre das echt nicht so schlimm, ja, weil wenn du einmal die Woche Fleisch isst oder vielleicht zweimal, okay, dann ist das so, Na. well, ja, gut. Und dann ist es natürlich auch geiler, weil dann kaufst du einfach ein geileres Fleisch und dann, ja, dann geht's. Oh ja. Ja, da kann man auch richtig was machen. Aber keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Ich meine, ich kann es verstehen, wenn man das Geld nicht hat, dass man sich dann günstiges Fleisch kauft oder so, aber Ja, wie gesagt, dann mach ist mal dann. einfach wirklich die Theorie, du kaufst dir halt weniger Fleisch einfach. Ich meine, Ja. das zählt für Weil mich ich gerade so bei na. 4 Euro oder so würde ich es halt echt nicht wissen, wie es den Viechern ergeht. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so cool. Naja, sehr seltsam alles.